Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein ganz tolles DIY für euch und zwar machen wir Regenbogen-Knetseife. Ihr habt euch dieses Video gewünscht, nachdem ihr meine auf Snapchat gesehen habt und deshalb komme ich dem Wunsch natürlich sehr, sehr gerne nach. Ich weiß, es gibt unzählige Videos davon, aber wir haben wirklich eine tolle Geschenkidee daraus gezaubert und ich würde sagen, falls es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's! Also dann starten wir mal durch. Ich zeige euch die Zutaten, die wir jetzt benötigen. Und zwar haben wir hier zum einen Speisestärke. Dann habe ich hier so ein Blumendekor, ist aber nicht zwingend notwendig. Ich möchte es nur mal austesten. Und dann habe ich hier Lebensmittelfarbe. Und wir haben natürlich verschiedene Bilou-Duschschäume, ganz viele verschiedene. Einer reicht natürlich, aber wir wollen das jetzt mal so testen. Mal gucken, welcher uns am besten gefällt. Dann haben wir jetzt hier Olivenöl. Ich habe jetzt hier noch so Förmchen, sage ich euch dann auch gleich dazu, für was wir die benötigen. Hier habe ich dann noch so eine schöne Aufbewahrung, erkläre ich euch auch später. Und dann haben wir jetzt hier noch zwei Schüsseln, zwei Löffel und jetzt würde ich mal sagen, starten wir durch. So, da sind meine fleißigen Helferlein, der Alessandro. Hallo. Und die Leonie. Hallo. Und wir starten durch. Wir brauchen 2 Esslöffel Speisestärke. So, Leonie, was müssen wir als nächstes machen? Also wir müssen jetzt Bilou dazu geben. Okay. Also du kannst ja jetzt erstmal riechen, was dir am besten gefällt, wenn du möchtest. Mhm. Ich tue es schon mal rein. Okay. Und Alessandro, welches gefällt dir? Ja? Also ich würde erstmal ein bisschen weniger machen, bevor du dann zu viel hast. Also es muss dann so bröselig werden. Du kannst jetzt auch erstmal umrühren, wenn du möchtest. Ich habe da jetzt auch keine genauen Mengenangaben. Leonie macht noch ein bisschen rein, aber ich glaube, man muss sich da ein bisschen durchtesten, oder Leonie? Ja. Also so genaue Mengenangaben gibt es eigentlich gar nicht. Ja, glaube ich auch. Okay Leonie, was müssen wir als nächstes machen? Jetzt müssen wir Öl dazu geben, bis es eine Knetmasse ist. Mhm, okay, dann leg mal los. Tu erst mal ein bisschen, bevor das dann zu viel ist. Mhm. Wenn man zu viel Öl reingibt, muss man einfach noch ein bisschen Speisestärke dazu geben. Mhm, okay. Oder wenn man zu wenig Öl hat, dann noch ein bisschen Öl rein. Ja. Oder? Ja, genau. Das muss ich jetzt machen. Hier ist jetzt das Ergebnis vom Alessandro und hier das von der Leonie. Jetzt kommt die Lebensmittelfarbe dazu. Und habt ihr euch schon entschieden, welche Farbe ihr möchtet? Ja. Ja. Okay, dann los geht's. Du musst dann einfach nur tropfen. Und jetzt knete ich das einfach. Mhm, okay. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr euch das so in die Mitte macht und dann das Ganze knetet. Und hier ist weiterhin das Ergebnis. Und ich würde sagen, das vermischt er jetzt alles, oder? Ja. Lassie, seine Hände sind auch schön farbig geworden. Ja. Aber das geht wieder weg, Schatz. So, die Leonie hat jetzt alles vermischt und ihr müsst schauen, dass ihr das Ganze nicht zu lange mischt, sonst sieht die Farbe nicht so schön aus. Und jetzt habt ihr einen richtig schönen Regenbogeneffekt. Und jetzt kommt unsere Herzform zum Einsatz. Ihr könnt zum Beispiel auch zu verschiedenen Jahreszeiten solche schönen Formen nehmen. Hier jetzt für Weihnachten, hier für Ostern. Die ist eher neutral oder eben eine Herzenform. Und hier ist das Ergebnis. Wir haben das Ganze erst noch im Kühlschrank, damit es schön fest wird. Und jetzt wird das Ganze dekoriert. Ihr könnt natürlich auch Glitzer nehmen, was euch eben am besten gefällt. Ich habe jetzt hier noch so ein Glas von Nanunana. Könnt ihr ja sehen, da füllen wir das Ganze jetzt ein. Und dann kann man das richtig schön verschenken. Ihr könntet natürlich auch Zellophanpapier nehmen und zum Beispiel einzeln die schön verpacken, eine Schleife drum machen und verschenken. Und somit habt ihr die perfekte Geschenkidee. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Live-Test. So, Kinder, hat es euch Spaß gemacht? Ja. War eine schöne Beschäftigung heute Mittag. Ne? Jetzt haben wir ganz tolle Seife, die gut riecht. Meine Lieben, und zwar hat mir diese Knetseife die Leonie geschenkt. Sie hat diese Behälter hier bei DM gekauft. Könnt ihr natürlich auch machen. Ist auch eine tolle Möglichkeit. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Auf jeden Fall haben wir die Kinder heute Mittag beschäftigt. Und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Lasst mich gerne wissen, ob ihr unsere Knetseife mal nachmacht. Dann könnt ihr mich gerne auch auf Instagram verlinken. Und jetzt würde ich sagen, habt alle einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!